Heißgeliebte Pansen und Pansinchen, es waren ein paar sehr verwirrende Wochen. Die Dummheit hat wieder um sich geschlagen, wie der Chris Brown, wenn er Triana verprügelt. Schon ein wenig alter Geckel, naja, ist ja wurscht. Jedenfalls habe ich geheidert Pandodia gemacht und dann habe ich mir gedacht, es muss doch zumindest einen einzelnen Drecksteppen geben, der nicht checkt, dass das Ganze eine Parodie ist. Ja, bitteschön. Halt doch einfach deine Fresse. Im Gegensatz zu dir macht sie wenigstens guten Content, du hässlicher Hartz-IV-Empfänger. Solche Leute wie du werden doch jeden Tag auf der Straße verprügelt. Selbst die Katja Kasabitsch ist männlicher als du Spast es jemals sein wirst. Hashtag Pandoria Army. Ja gut, die Pädagogen unter uns könnten jetzt einwenden, dass dieses geistige Toastbrot immer noch nicht verstanden hat, dass es eine Parodie ist, weil ich es nicht in Caps Lock in den Titel geschrieben habe oder weil ich es ihm nicht extra erklärt habe, aber... Was Parodie ist, weißt du aber schon, oder? Ja, ich weiß, was es ist. Und es ist mir egal. Der Wichser soll nicht auf Pan gehen. Pan ist tausendmal korrekter als dieser Hurensohn. Ja, also Moment. Ich hab die Pan sogar im Video, die extra Szenen dafür aufgenommen hat, ne? Das Ding ist eine Holzhammer-Parodie und man hat dir jetzt auch gesagt, dass es eine Parodie ist. Und ja, eigentlich kann kein Mensch so blöd sein. Es sei denn... Ach so, Videos von Leo Marscher und Rebecca Wing geliked und Katja Grasawitze abonniert. Ja, dann ist ja alles klar. Lieber Alexei Escobar, schicker Name übrigens, gell? Also pass auf, vielleicht einfach in Zukunft weniger saudummen Content-Uschauer und ein bisschen weniger auf Plastik-Grasawitze wichsen, dann klappt's vielleicht auch mit dem Parodieverständnis, gell? Oh, und ein schöner Gruß von deiner Mama soll ich da ausrichten. Dein Bettlaken ist bereits steif wie ein Brett, sie würde dich also bitten, in Zukunft ein bisschen mehr unter der Dusche zu unanieren, gell? Also viel Glück und nie vergessen, 1000 Schuss, dann ist Schluss. Und mittendrin stellt sich jemand die existenzielle Frage: Was ist denn am Kommunismus so falsch? Die Schreibweise. Dann kommt plötzlich irgend so ein Volldepp daher, den ich als alter Edelmann erstmal Manieren beibringen muss. Und Hurensohn! Was? Also bitte, wo sind denn deine Manieren, du Haufen Fickfotzenfleisch? Halt bitte die Fresse, du Lappen! So einen Ton verbitte ich mir, du verkümmerter Oma-Schamlippenlutscher. Hol doch! Ich bin mir nicht sicher, ob ich so ein Verhalten hier noch länger dulden kann, du sechsfach gefistete Schwanz. Was bist du für ein Opfer? Werter Recke, ich sehe mich bald gezwungen, dir den Fedehandschuh ins Gesicht zu schleudern, du abgeranzter Rektalumfall. Ja, und ein Dritter, der verwechselt mich dann einfach mal mit Tanzverbot, weil der Tanzi und ich uns ja so ähnlich schauen, gell? Ich glaube, dass die Vermieter auch alles wissen, aber nicht riskieren wollen, dass die Nachbarn ausziehen, wenn da so viel los ist. Und die können ja nicht grundlos kündigen. Wie gesagt, es war alles sehr verwirrend und dann habe ich mir gedacht, gut, dann mache ich jetzt auch alles anders und beantworte Hater-Kommentare nur noch in Reimform. Halt deine Fresse! Bist du doch mal Kresse! Sei leise! Schlag du doch eine Schneise! Lass mich mal in Ruhe! Kauf du dir doch eine Truhe! Ja, aber irgendwie hat das auch nichts gebracht. Die Leute sind deswegen auch nicht schlauer geworden. Ganz im Gegenteil. Eigentlich habe ich was gegen KS-Shriek, aber es stimmt schon. Weil YouTube-Abonnenten... Aber geht nicht, vielleicht auch wegen deinem. Konnte doch nicht wegen dir. Als Person und auf Instagram abonniert. Du jemanden? Ja, wegen ihm als Person. Da gibt's ja keinen Content. Ja, und dann war ich quasi völlig am Boden und hab mir gedacht, mei Heider, dümmer geht's ja eh nimmer, gell? Und schau mir dann spaßeshalber die Kommentare unter ApoRed's Statement zu seinem Gerichtsurteil an, gell? Und lese folgendes. Krasses Statement. Die Richterin ist neidisch auf dich wegen deinem Status. Deine Community steht hinter dir. Also, wir machen das heute anders, ne? Ich werde nicht schreien, ich werde nicht motzen, ich werde auch nicht laut werden in irgendeiner Weise. Stattdessen legen wir jetzt 5 Schweigesekunden ein für all die Gehirnzellen, die für diesen Beitrag sterben mussten. Bereit? Los! Ja, und wisst ihr, was ich nach all der Scheiße brauche? Ich brauche den Deeskalator! Sohn, fick dich, die YouTuber sind cool, du Bastard, geh dich vergraben, du hässlicher Pornofreak. Jetzt aber ab ins Bett, oder Moment, derzeit sind Schulferien, oder? Nee, aber hi, ist ja sorry wegen Beleidigungen, okay? Das war's von mir, ich hoffe, euch hat's gefallen, klickt doch kräftig in diese Videos rein, teilt das Ding, liked das Ding, lasst mir gerne ein Abo und Kommentar da, kauft auch gerne mal mein Merch und vergesst niemals, eure Satzzeichen mit einem feinen Sojabohnen-Eintopf zu füttern. Macht es gut, bis bald und Heider!